Und damit hallo, herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play, das da heißt Close to the Sun. Ich habe echt gar keine Ahnung, worum es geht. Ich hoffe, es ist ein friedliches Spiel. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht jetzt ein bisschen wie Cthulhu. Die Hoffnung ist groß, aber die Befürchtung noch größer. Wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen. Es ist mal wieder ein Spiel, wie ihr seht, ohne Facecam. Weil ich in letzter Zeit viel mit Facecam aufgenommen habe. Das, was ihr gerade gehört habt, das Klappern, falls ihr es gehört habt, war der Hund, der mal wieder die Katze verjagt hat, die ihn ärgern wollte. Selbst schuld. Nein. So ist gut. So, wir fangen mal direkt jetzt an. Und lass uns überraschen, wie es losgeht. Die brillante Ada. Oder Ada. Noch eine Ada. Nee, das war Ava in. Meine geliebte Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Ziemlich wenige Details, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Was verschweigst du mir? Was geht dort nur ab? Verlassen Sie Ihr Zimmer. Wir sind auf einem Schiff, oder? Ah, ja, gut geraten. Ja, da dürfen wir bloß nicht seekrank werden. Was ist das? Die Helios. Ein Triumph des Ingenieurwesens wissenschaftlichen Fortschritts. Treten Sie dem Helios-Team bei. Bewerben Sie sich bei Ihrer örtlichen Wadenkliffe-Niederlassung. Ja, in die Waden. Nein, so ist das natürlich nicht gemeint, aber beißen Sie in die Waden. Also wenn wir weglaufen müssen, dann wird die Maussteuerung etwas schwerfälliger sein. Und es ist sehr dunkel. Können wir da noch was drehen? Hausempfindlichkeit ist schon ganz hoch. Das ist doch wahrscheinlich niedriger. Gamma. Da kommt ja nichts. Würde gerne mehr sehen können, denn ich bin blind und die Zuschauer auch. Ich hoffe, das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Ah, das funktioniert jetzt besser. Fantastisch. Die Steuerung ist jetzt besser. Es ist nicht ganz so schwerfällig. Ah, da kommen wir hoch. Aber es ist abgesperrt. Können wir nicht zum. Wie nennt sich das? Oh, ich war schon.
Mein Opa wäre jetzt sehr enttäuscht von mir, weil ich nicht weiß, wie das heißt. Tut mir sehr leid. Was ist das? Die Helios. Das Helios Grand Theater, großartige Unterhaltung für großartige Menschen. Naja, ob sie alle so großartig waren, ist eine andere Sache. In welchem Jahr spielen wir überhaupt? Ach, guck mal, wir können. Ja, wenn wir nicht an der Bank hängen bleiben. Und das war nur ein Lichtschein. Oben angucken. Nein, umgucken. Und die Lampe vielleicht mitnehmen? Das wäre deutlich heller dann. Oh, grüne Lämpchen. Zurück bei, Okay, jetzt sind wir im Steuerraum und ich weiß nicht, ob das alles so blinken sollte. Soll das? War das so richtig? Hallo? Dominic Teacup. Ich finde das so geil, diesen Namen. Ein italienisches oder spanisches? Nee, eine italienische oder spanische Produktion? Carlo? Close to the sun. Also war richtig, was wir getan haben. Die Helios, ein technologisches Werkzeug, Wunderwerk und das größte Schiff, das je in der See gestochen ist. Die besten Wissenschaftler der Welt kommen hier zusammen, um den technologischen Fortschritt der Menschheit. Die Grenzen des Hermes. Kapitel 1. Danke, dass du mich nicht zu Ende lesen lassen hast. Keinen von uns. Also ist das ein Schiff? Ich ging davon aus, dass es ein. Ich weiß nicht, warum ich davon ausging, dass es ein Zeppelin ist. Das Wort fehlte mir. Zeppelin. Ich dachte, die großartige Helios wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Schön, dass das Spiel jetzt hakt. Das jetzt schon. Mal gucken, ob hier noch Leute sind. Ach klar, den letzten Schritt, den müssen wir eigenständig machen. Wir hier irgendwie sicher wieder runter? Nein? Dann ab. Tragen wir eigentlich Hosen oder? Kleidung, die sich für Damen gehört, zu der Zeit, in die ich das jetzt packe. Handschuhe trägt sie. Wenn ich das richtig sehe.
sehe meine Hände nicht so wirklich. Ja, Handschuhträgser. Wie es sich für eine feine Dame gehört. Oh, ist das eine... ein Globus? Da komme ich gar nicht hin. Wie soll ich da rüberkommen? Ja, wie? Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Ja, natürlich hat keiner daran gedacht. Schön verpixelt. Steckbrief. Profil. Die Schiffsratte. Aktiver Spion. Isolieren und eliminieren. Tut sich was? Tut sich was? Ja. Ist hier noch irgendetwas für uns? Nope. Ich werde das Spiel hier... Was ist das denn? Na, wir werden ja großartig empfangen. Keine Sau da? Ah! Aber Feuerwerk gibt's. Nicht mal unsere Schwester wartet auf uns. Warden Cliff. Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Mal sehen, was es da zu gucken gibt. Was? Quarantäne? Ja. Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Und jetzt kommen wir nicht mehr raus. Super. Na toll. Ach, wir heißen auch Rose. Okay, das ist wahrscheinlich das Zeichen zum Speichern. Was erwartet uns jetzt hier? Irgendwelche willenlosen Zombies? Fängt ja schon gut an. Das fängt schon super an. Wir den nehmen? Nein. Wir kommen auch nicht auf den. Ah doch, wir kommen auf den Kofferwagen. Komm, ich will da hoch. Ne, ich komme doch nicht auf den Kofferwagen. Wir tragen Hosen, okay. For all of mankind. Ich konnte das bis gerade nicht lesen. For a brighter future. Ich verliere meine Stimme, verdammt. Work in the world's most advanced laboratories. Und wofür ist das? Join him. Da vorne ist ein Aufzug. Und ich traue ihm nicht. Wir gucken uns erstmal die Pflanze soll es nicht vorbeilassen. Hier um. Hallo? Ist hier jemand? Alles sehr merkwürdig. Und es ist immer noch so dunkel, man sieht kein bisschen was. Ich bin so blind. Die Tür ist offen. Das passt eher zu ihm. Join me. Erinnert mich so ein bisschen. Kennt jemand den Disney-Film Mary Poppins? So ein bisschen an Mr. Banks. Erinnert er mich. Ich habe diesen Film geliebt. Natürlich auch immer noch. Oh, was bin ich? Bewerkstelligt. Nikola Tesla. Tesla! Wie Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen.
Zu spät. Trotzdem sind Sie hier. Ja. Ein weiterer Spion von Edison, nehme ich an. Nein. Egal. Die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Und warum? Danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Er weiß doch gar nicht, wer wir sind. Muss ich vielleicht erstmal vorstellen. Hallo, Herr Tesla? Sind Sie noch da? Zeitung Le Petit Paris. Parisien? Paris? Ich weiß es nicht. Britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematiker hält Welt in Atem. Premierminister verlangt Herausgabe. Wardenclyffe weist Vorwurf zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsenden Druck gegenzusteuern. Ja, das ist immer so eine Sache, wenn es einen gibt, den alle haben wollen. Gibt's immer Stress. Pass von Jung Hwan, ich weiß nicht. Name Jung Hwan Choi. Geburtsdatum 13. April 1843. Geboren in Korea. Das sagt der Name auch schon. Ort der Abreise Seoul. Aufenthaltszweck Laborforscher. Dauer des Aufenthalts unbegrenzt. Passnummer 2E SE 2315 KR. Wie hieß unsere Schwester noch? Nicht Kate, oder? Eigentlich liebe ich Feuerwerk. Eigentlich. Ich kann nichts sehen. Es ist so dunkel hier. Herr Tesla, sind Sie da drin? Kann ich nicht lesen. 60 Millionen Deutsche können nicht richtig lesen oder schreiben. Bitte helfen Sie. Alpha-Telefon. Ich weiß, wir bringen diesen Witz immer wieder. Also nicht 60 Millionen, das sind wahrscheinlich mehr oder weniger. Ich weiß es nicht. Ich kann mir die Zahl nicht merken. Ich habe diese Werbung so Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Oh. Blut oder Wein? Ich bin noch reingelaufen, nicht doofe. Oder Farbe? Farbe. Es ist ja schon irgendwie gruselig hier. Kommen wir nicht rein? Ist noch einen anderen Weg? Oh, es ist so dunkel. Ich sehe immer noch nichts. Das gibt's nicht. Ich sehe nichts. Vielleicht wird uns das später einen Strich durch die Rechnung machen. Da wird dann endlich was sehen, wenn endlich mal hier Licht ist, aber ich sehe X. Können wir eigentlich speichern? Nein. Speichert von allein.